Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im schönen Hamburg, im wunderbaren Kaisersaal des Rathauses. Ich muss sagen, ich war selber ganz beeindruckt, dass ich hier reingekommen bin. Mein Name ist Markus Feilner, ich bin stellvertretender Chefredakteur des Linux-Magazins und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum offenen IT-Gipfel 2014 hier im Rathaus. Und ich mache gar keine großen Worte, Sie werden mich noch öfters hören heute. Ich bin Ihr Moderator und Veranstalter dieses Gipfels ist die Open Source Business Alliance und die Grüne Bürgerschaftsfraktion Hamburg. Und davon darf ich gleich begrüßen Herrn Farid Müller, Medien- und netzpolitischer Sprecher der Grünen Bürgerschaftsfraktion hier im Rathaus. Und er wird eine kurze Begrüßung halten. Bitte? Andersrum. Ah, fängt Herr Peter Ganten an. Entschuldigung, dann habe ich es falsch auf meinem Zettel. Gut, zumal gleich ein schöner Anfang. Also, ja, das müsst ihr mir zuspielen. Ja, also haben Sie mich gesagt. Ja, das ist. Müssen wir ihn entschuldigen. Ja, genau. Neben mir steht Peter Ganten, Vorstandsvorsitzender der US Open Source Business Alliance. Und ich übergebe das Wort. Soll ich? Bitteschön. Weil ich auch ein Manuskript habe, gehe ich lieber hierhin. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, sehr geehrter Herr Müller, ich darf Sie herzlich im Namen der Open Source Business Alliance zum ersten offenen IT-Gipfel hier im Hamburger Rathaus begrüßen. Warum machen wir hier heute parallel zum sogenannten nationalen IT-Gipfel, der ja hier, ich glaube, hinter uns dort stattfindet, in der Handelskammer, hinter uns einen offenen IT-Gipfel. Die Ziele unserer Bundesregierung, wie sie in der digitalen Agenda 2014 bis 2017 ihren Niederschlag finden, sind unter anderem, und hier möchte ich aus dem Grußwort von Herrn Gabriel zum nationalen IT-Gipfel zitieren, eine sichere und leistungsfähige IT-Infrastruktur, die Stärkung der Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und Sicherheit im Netz. Das sind wichtige und richtige Ziele, um die es auch hier bei uns auf dem offenen IT-Gipfel gehen soll. Aber erlauben Sie mir bitte noch ein zweites Zitat vom nationalen IT-Gipfel, diesmal von Professor Dieter Kempf, dem Präsidenten des Bitkom. Herr Kempf sagt, Deutschland hat in den letzten Jahren zu selten zu den Gewinnern gehört, wenn es um rasante technologische Veränderungen ging. Und wir als Open Source Business Alliance glauben, es braucht andere Schwerpunkte und auch mehr Mut, wenn wir dies ändern wollen. Wenn nicht nur Deutschland, sondern auch ganz Europa wieder häufiger zu den Gewinnern in der IT-Industrie gehören soll. Schauen wir uns doch einmal an, wer die wesentlichen Gewinner in der IT-Industrie in den letzten 10 Jahren gewesen sind. Neben der Firma Apple fallen einem da sofort Namen wie Google, Facebook oder Amazon, einem der größten Vorreiter beim Thema Cloud Computing, ein. Diese Unternehmen unterscheiden sich von vielen anderen IT-Organisationen und damit meine ich insbesondere auch viele IT-Organisationen in der deutschen Verwaltung, auch dadurch, dass sie sehr erfolgreich darin gewesen sind, Open-Source-Software für sich zu nutzen. Das Google-Betriebssystem Android basiert auf Linux, das iPhone-Pendant iOS von Apple auf FreeBSD, einem anderen Open-Source-Betriebssystem. Und sowohl Google als auch Facebook und Amazon setzen bei der Realisierung ihrer Infrastrukturen strategisch immer zuerst auf Open-Source-Software. Warum ist das so? Dazu möchte ich noch einmal auf die 3 von Herrn Gabriel genannten Ziele der digitalen Agenda zurückkommen. Das erste Ziel ist eine sichere und leistungsfähige IT-Infrastruktur. Zweifelsohne muss das auch ein Ziel der eben genannten Unternehmen sein. Und gerade hier spielt Open-Source-Software ihre Stärken aus. Nur durch die vom Hersteller unabhängige Verfügbarkeit des sogenannten Quellcodes, einschließlich der Möglichkeit, diesen ändern und auch kommerziell nutzen zu können, kann sich eine kompetente Community entwickeln, die in der Lage ist, unabhängig von Herstellerinteressen potenzielle Probleme aufzudecken und schnell zu beheben. Ich glaube, das haben wir gerade in den letzten Wochen sehr häufig gesehen. Dafür, dass dies gut funktioniert, gibt es täglich neue Beweise.
Das ist der Mechanismus, durch den das Internet das geworden ist, was es heute ist. Als Staat, als Gesellschaft und auch als Unternehmen sollten wir darüber nachdenken, wie wir diesen Open-Source-Prozessen, wie wir an diesen Open-Source-Prozessen mitwirken können, um davon zu profitieren und selbst zu einer sichereren und leistungsfähigen IT-Infrastruktur zu kommen. Das zweite Ziel ist die Stärkung der Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Wichtige Voraussetzungen für Innovationen sind natürlich Kompetenz, aber auch die Möglichkeit zum Zugriff auf bereits vorhandenes Wissen. Im Fall von Software bedeutet das Zugriff auf den Quellcode. Und Open-Source-Software ermöglicht genau dies. Nur sie senkt die Eintrittsbarrieren für neue Player auf dem Markt, weil diese auf bereits vorhandenem aufbauen können, und sie fördert den Wettbewerb, weil es leichter ist, auf den Innovationen anderer wiederum mit eigenen Erfindungen aufzubauen. Nur weil Google, Facebook und Amazon so radikal auf Open-Source-Software gesetzt haben, konnten sie so erfolgreich und schnell wachsen. Wenn wir Ähnliches in Europa wollen, müssen wir also deutlich auf Open-Source-Kompetenz und den weiteren Aufbau des bereits verfügbaren Materials setzen. Damit wir dies erreichen, müssen auch die öffentlichen Auftraggeber stärker auf Open-Source-Software setzen. Und das dritte Ziel ist Sicherheit. Ich glaube, es ist mittlerweile Konsens, dass es Sicherheit vor kriminellen Angreifern, aber auch vor Geheimdiensten aller Art nur dann geben kann, wenn alle Komponenten kritischer IT-Infrastruktur offen und transparent sind. Wenn wir also Programmcode einsetzen, der von möglichst vielen kompetenten Personen begutachtet und möglicherweise verbessert worden ist. Security by Obscurity ist tot. Der einzige Weg zu mehr Sicherheit ist Security by Design and Transparency. Insbesondere im Bereich Sicherheit führt also an Open-Source-Software überhaupt gar kein Weg vorbei. Bei aller Wichtigkeit der Fragen, die nebenan oder wie wir gehört haben, hinter uns auf dem nationalen IT-Gipfel diskutiert werden, wünschen wir uns deswegen eine sehr viel stärkere Betrachtung der Frage, wie wir Offenheit in der IT und insbesondere Open-Source-Software stärken können, damit wir die Ziele der Bundesregierung erreichen. Herr Kempf sagt, wir hätten in Deutschland zu selten zu den Gewinnern gehört. Dann machen wir es auch so, wie viele unserer europäischen Nachbarn, und bevorzugen Open-Source-Software bei Vergaben gezielt. Übrigens haben auch die USA gerade eine entsprechende Entscheidung veröffentlicht. Ausbau von Breitbandnetzen ist wichtig und richtig. Aber wenn diese nur dazu genutzt werden können, proprietäre Technologie aus anderen Ländern zu uns zu bringen und keine eigene Wertschöpfung ermöglicht, dann haben wir unser Ziel nicht erreicht. Meine Damen und Herren, ich darf mich ganz besonders bei der Bürgerschaftsfraktion der Hamburger Grünen und insbesondere bei Herrn Müller bedanken, mit denen wir diese Veranstaltung gemeinsam durchführen und ohne die dieser Nachmittag hier im schönen Hamburger Rathaus sowohl räumlich als auch inhaltlich überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Nun wünsche ich uns allen spannende Vorträge und einen gewinnbringenden Austausch und darf jetzt Herrn Müller von den Grünen zu mir bitten. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Herr Ganten, liebe Frau Bundesministerin Lotte Sascha-Narrenberger, schön, dass Sie da sind. Im Namen meiner grünen Fraktion auch natürlich von uns herzlich willkommen hier im Hamburger Rathaus. Etwas anderes Design als drüben in der Handelskammer. Ich war auch heute Morgen da, habe ein bisschen zugehört bei der Regierungsshow. Sie wurde sogar auf Englisch so angekündigt, also ist gar nicht diffamierend gemeint. Ja, Herr Gabriel hat ja einiges gesagt und interessant war, dass er von Geld gesprochen hat, was er nicht verteilen möchte. Und dann war das aber auch schon ein bisschen dünn, was denn eigentlich sonst so die Aufgabe der Bundesregierung jetzt noch sein könnte. Und hat dann eigentlich mehr dafür geworben, dass man den nationalen IT-Gipfel als Plattform für die Lösung sozusagen sich die Regierung zur Verfügung stellt, eben betrachtet. Das ist sicherlich nicht schlecht, aber es gibt durchaus noch einige Sachen, die Regierungen auch angehen können, ohne gleich Geld in die Hand nehmen zu können. Und Herr Ganten hat es eben schon angesprochen, da geht es um die Vergabepolitik der öffentlichen Hand.
Und da geht es um vieles andere mehr. Und da fangen wir dann gleich an. Das kostet überhaupt kein Geld. Das bedeutet nur politischer Wille und auch Einsicht, dass das gut für das Gemeinwesen ist. Und da will ich nochmal auf den Anfang zurückkommen. Wieso sind wir eigentlich heute hier? Das ist eine, wie ist die Idee überhaupt entstanden? Also die hatte eigentlich gar nicht so sehr was mit Blick auf die Bundesregierung zu tun im Frühjahr, sondern ich war mit meinem Kollegen aus dem Europaparlament, Jan-Philipp Albrecht, zu Besuch hier beim Hamburger Open-Source-Unternehmen. Und dort ist die Idee, als wir über Sicherheit in der IT und im Netz gesprochen haben, entstanden, weil wir auch damals schon den Eindruck hatten, dass dieses Thema wohl keine große Rolle spielen wird beim nationalen IT-Gipfel und wir eigentlich gar nicht so richtig verstanden haben, warum eigentlich nicht. Und deswegen haben wir auch nicht gesagt, dass es ein Gegengipfel oder ein alternativer Gipfel ist, sondern es ist ein Gipfel, der, sagen wir mal, das noch dazu bringt, was offenbar zu kurz kommt. Und auch wenn die Kanzlerin gerade drüben spricht und Frau Nahles auch noch wichtige Sachen erörtern wird, glaube ich, dass die Frage, wie sich Europa, wie Deutschland sich bei der Frage lösen kann, der Abhängigkeit von den USA lösen kann, bei allen großen IT-Fragen, auch bei den Innovationen, natürlich unmittelbar damit zusammenhängt, wie wir mit Open Source umgehen. Deutschland hatte mal eine Rolle. Momentan drohen wir auch europaweit wieder ins Hinterlicht zu geraten. Darüber werden wir nachher in einem Panel reden. Wir werden auch über die Sicherheitsfragen sprechen und Herr Ganten hat es ja schon eben angesprochen. Heißt natürlich nicht, dass wenn wir Open Source Software benutzen, dass wir dann über die Sicherheit nicht mehr reden müssen. Der Unterschied ist nur, zum Beispiel zu Microsoft, die geben irgendwann bekannt, wenn sie ein Sicherheitsleck entdeckt haben. Wir wissen nicht, wann sie es genau entdeckt haben, wir wissen nur, wenn sie es bekannt geben, haben sie es entdeckt und sie werden irgendwann verkünden, dann später, dass sie es gelöst haben. Aber sie werden uns auch nicht sagen, wie sie es gelöst haben. All das ist bei Open Software anders. Und deswegen ist das Vertrauen darin auch groß und dass nun die großen Start-ups aus den USA, die inzwischen Konzerne sind, damit begonnen haben und auch heute noch gut mitfahren, sollte uns ja in Deutschland zumindest zu denken geben. Wie auch immer, wir haben gleich die Sicherheitsfragen, wir werden natürlich auch über die anderen Fragen sprechen, denn eine Akzeptanz in der Bevölkerung für die zunehmende Digitalisierung werden wir nur haben, wenn wir auch uns um die Bürgerrechte kümmern und um die Frage, was bedeutet das eigentlich alles, die zunehmende Digitalisierung, für uns ganz persönlich. Und kleines Beispiel, Anfang des Jahres, ich hatte noch ein altes Laptop, wollte meine Steuererklärung abgeben und bekam dann eine Meldung von der Hamburger Finanzbehörde, hübsche Idee, aber wir unterstützen leider nicht mehr dieses Windows-System. Gut, so ähnlich ist es auch Niedersachsen ergangen, die haben auch noch Windows XP gehabt und mussten jetzt, wie wir dann auch während der CeBIT erfahren haben, mit Microsoft verhandeln, dass sie ein Jahr lang Pause haben, bis sie sich dann darüber klar werden oder so umgestellt haben auf Windows 8.1. Also, ja, Zahlen, die Niedersachsen dafür zahlen musste und immer noch zahlt, wissen wir nicht, das ist nicht veröffentlicht worden. Auch Hamburg setzt zurzeit noch bei der Grundausstattung auf Microsoft. Auch das ist nochmal bekannt geworden jetzt bei einer Anfrage beim Senat. Wir werden aber trotzdem darüber sprechen, ob es schlau ist und was Hamburg davon hat, wenn wir über einen Ausstieg von Microsoft auch in Hamburg sprechen. Denn München hat es vorgemacht, haben sehr lange gebraucht, 10 Jahre, haben es abgeschlossen im letzten Jahr und bin sehr froh, dass wir heute auch sehr kompetente Vertreter der Stadt München hier haben, um darüber zu reden, wie ist das in München gelaufen und was können andere Städte und auch Hamburg davon lernen. Ja, und am Ende werden wir sicher, hoffentlich, alle nochmal beieinander beim IT-Empfang hier im Hamburger Rathaus uns austauschen können, auch ein bisschen netzwerken können und schauen, wie wir all die Erkenntnisse, die wir heute hier gewonnen haben, nutzen können für unsere jeweiligen Rollen, die wir in den Unternehmen haben, denen wir aber auch in den jeweiligen Landesregierungen und auch im Deutschen Bundestag haben werden. Zum Schluss wird auch noch Frau Künast kommen, die uns auch nochmal zum Thema digitalisierte
Verbraucherrechte, was immer das genau ist, berichten wird, wie der Deutsche Bundestag da zurzeit auf dem Weg ist oder auch nicht. Und ich freue mich über einen sehr spannenden Nachmittag und Abend mit Ihnen, mit euch und möchte dann vielleicht gleich meine Nachfolgerin, Frau Bundesministerin Lottaser-Schnarrenberger, hier ankündigen. Schön, dass Sie da sind. Ja.